So, Freunde, willkommen zurück zu Let's Play Crash Bandicoot Insane Trilogy. Ja, wir befinden uns hier auf der dritten Insel bei Jaws of Darkness. Hier können wir uns einen Edelstein und einen Schlüssel holen. Für den Edelstein ist es wichtig, den blauen Edelstein zu haben. Den habe ich mir geholt, habe ich schon letztes Mal gesagt, außerhalb der Parts. Weil als ich es gespielt habe, bin ich gestorben und dann hat es keinen Sinn mehr gemacht. So. Ich versuche hier alles zu holen, also Schlüssel und Edelstein. Puh, das sah wieder knapp aus. Wow. Oh, war das knapp. Und hier haben wir schon unseren ersten Cortex. Ach, da geht nicht mehr hoch, oder was? Boah, das war so eine dumme Situation. Wow. Ich warte und warte und warte. Sagt, er geht nicht mehr hoch. Auf einmal zieht er rauf. Das ist so eine typische Situation. Okay. Okay, das hätte nicht passieren dürfen. Aber das macht nichts. Denn in diesem Teil darf man ja runterfallen. Und ich habe ja schon den blauen Edelstein, also kann mir sowieso nichts mehr passieren. Jetzt muss ich nur kurz gucken, ob es da vorne irgendwas gibt. Sieht aber nicht so aus. Perfekt. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen wegen der Geschwindigkeit. Ganz vorsichtig, ganz vorsichtig. Okay, da hinten gab es nichts mehr, da habe ich ja vorhin nachgeschaut. Ups, das war nicht geplant. Ah, komm schon. Ich glaube, heute ist mein Runterfalltag. Aber glaubt mir, Leute, im zweiten und dritten Teil passiert das so garantiert nicht. Wie gesagt, der erste Teil hat noch sehr viele Elemente, wo man sehr schnell abrutschen oder runterfallen könnte. So, jetzt müssen wir rüberlaufen. Genau.
und den dritten Cortex. Puh. Super. Wirklich klasse. Aber gut, dass ich weiß, was ich jetzt tun muss. Wow, endlich geschafft. Mann, war das anstrengend. Puh. Boah, ich dachte gerade. So, jetzt müssen wir nur noch das Bonuslevel schaffen, den Edelschein holen und dann haben wir das Level endlich fertig. Ach, geht doch. Edelschein ist sicher. Jetzt einfach nur noch zum Ziel laufen. Fertig. Der Edelstein gehört uns und ebenso der Schlüssel. Nun können wir auch ins zweite Schlüssellevel gehen und das machen wir auch. Bevor wir dann weitermachen mit, ich glaube, Castle Machinery. Ja, Castle Machinery. Aber erst machen wir weiter mit dem zweiten Schlüssellevel, Fumbling in the Dark. Das ist ein weiteres Level, wie Lights Out, genau. Das ist wie Lights Out. Puh, das war kein schlechtes Timing. Und das hier auch nicht. Wow, ein Checkpoint. Oh, und wieder ein Checkpoint. Ganz ruhig. So. Immer mit der Ruhe. Nein! Ach Mann, ich dachte, ich hab's sicher gleich geschafft. Das Ende des Levels war sicher in greifbarer Nähe.
Tut mir leid, dass ich jetzt so still bin hier, aber das Level erfordert extreme Konzentration für mich. So einfach kriege ich das leider nicht hin. Okay. Ganz ruhig. Nur keine Hektik. Hektik ist vor allem im ersten Crash-Teil Gift. Der Checkpoint kam gelegen. Oh mein Gott, ich hab's geschafft. Oh Mann. Oh, war das knapp. Oh Mann, war das knapp. So Leute, das wär's mit diesem Level. Das war das zweite Schlüssellevel. Und jetzt machen wir uns noch auf den Weg zu Castle Machinery. Yay, ich freue mich so nicht darüber. Oh Mann. Mann, wird es anstrengend. Da ist der grüne Pfad mit Edelsteinen, aber der bringt mir hier nicht viel, weil der ist nur dazu da, um sich ihr Leben zu holen, und dann war's das. Dann hat man das Level geschafft. Aber wir wollen ja den Edelstein, und deswegen machen wir das ganze Level komplett. Ja, es dauert nicht mehr lang, dann haben wir den ersten Teil durch. Und wie gesagt, ich spiele das Spiel auf 100% durch. Das bedeutet, ihr seht von mir Edelsteine. Aber die Relikte, die werde ich nicht extra aufnehmen, wie gesagt. Die bringen weder Prozente noch das alternative Ende. Das alternative Ende bringt wirklich nur die ganze Edelsteinanzahl, wenn wir die gekriegt haben. Die Relikte bewirken wirklich gar nichts in diesem Spiel. Die machen nur, dass man halt schön Relikte sammeln kann und für die Trophäen eben. Aber im Spiel, im Spiel selber bewirken die eigentlich gar nichts. Aber ich finde es trotzdem schön, sowas zu machen. Schön die Zeit messen. Wow, da ist endlich ein Checkpoint. Ich dachte gerade, wo ist der erste Checkpoint oder sowas? Ach, da gibt's gar nichts. Okay. Da aufpassen, wir dürfen nicht auf diese Sprungtafel. Wow. Okay, jetzt kommt gleich meine Hassstelle. Die, die das Spiel kennen, wissen es wahrscheinlich. Das hier. Genau deswegen hasse ich diese Stelle. Das ist nicht toll.
Absolut nicht. Oh, so habe ich das Ganze noch gar nicht betrachtet. Das ist das erste Mal, dass ich es auf diesem Weg mache. Jetzt darf ich nur nicht sterben vor einem Checkpoint. Das wäre nämlich richtig, richtig mies. Checkpoint, bitte sei in der Nähe. Nein! Jetzt darf ich den Mist wieder machen. Oh mein Gott. Puh. Ach so, ich hätte nicht mal einen Checkpoint mehr gebraucht. Wir haben das Level beendet. Perfekt. Tja, und jetzt kommen wir zu unserem geliebten Boss, Nidhos Brio. Ich glaube, den werde ich mit dem ersten Versuch hinkriegen. Okay, mein Freund, zeig mir, was du kannst. Was? Hä? So Leute, wie ihr seht, habe ich einige Versuche hinter mir, weil es doch nicht ganz so einfach ist wie im Original. Diese grünen Teile sind aggressiver als zuvor und ich habe keine gute Taktik gegen diese, ja, rosanen Fläschchen. Und deswegen habe ich jetzt eine Menge Leben verloren, so 7-8 Stück. Und damit ich euch das erspare, dachte ich, ich werde es einfach rausschneiden und fertig. So, jetzt haben wir ihn gleich in der Endphase. Puh, jetzt wird es zu Hulk. Ich hoffe, diesmal kriege ich es hin.
Ja, noch einmal. Boah, geschafft. Wir haben Nitrous Prio besiegt. Und damit endet auch unser Part von Let's Play Crash Bandicoot Insane Trilogy. Ja, ich hoffe, ihr bleibt weiterhin dabei. Im nächsten Part werden wir auf jeden Fall Cortex vernichten und dann die restlichen Edelsteine holen, um dann das alternative Ende zu bekommen. Ich bedanke mich, dass ihr dabei wart. Ich bin euer OptoTube und wir sehen uns beim nächsten Mal.